das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Der Co-Pilot der abgestürzten Germanwings-Maschine war vor seiner Ausbildung zum Berufspiloten wegen Selbstmordgefahr in psychotherapeutischer Behandlung. Das sagte heute die Staatsanwaltschaft. Es sind genau Nachrichten wie die der Düsseldorfer Ermittler von heute Nachmittag, die diese furchtbare Tragödie des Germanwings-Fluges 4U9525 für die Angehörigen, aber natürlich auch für alle anderen, in ein immer wieder neues Licht rücken. Verbunden mit der Frage, ob man diese Gefährdung des späteren Co-Piloten Andreas L. spätestens bei den Persönlichkeitstests vor Beginn der Pilotenausbildung nicht hätte erkennen können. Und noch was, wie ist es eigentlich mit der psychischen Stabilität von Busfahrern, von U-Bahn oder gar ICE-Führern, die ja alle eine sehr hohe Verantwortung für eine große Zahl von Passagieren tragen? Der Germanwings-Absturz löst auch solche Fragen aus. Hanno Christ sucht Antworten darauf. Die Spurensuche am Absturzort geht weiter. Ein weiteres Detail der Katastrophe aber liegt nicht hier in den Bergen Südfrankreichs, sondern in den Akten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Sie gibt heute bekannt, der Co-Pilot, der den Absturz herbeigeführt haben soll, hatte lange mit gravierenden psychischen Problemen zu kämpfen. Der Co-Pilot war vor mehreren Jahren vor Erlangung des Pilotenscheins über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung. Im Folgezeitraum und bis zuletzt haben weitere Arztbesuche mit Krankschreibungen stattgefunden, ohne dass Suizidalität oder Fremdaggressivität attestiert worden ist. Waren Pläne möglicherweise absehbar, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen? Ärzte fragen Piloten zwar in Tauglichkeitstests auch nach Selbstmordabsichten, aber das verlangt vor allem eines: Mut zur Ehrlichkeit. Nur das, was der Pilot preisgeben möchte, gibt er preis. Und wenn er Dinge verschweigt oder bewusst falsch ankreuzt im Antrag, steht ihm das frei und lässt sich auch durch den Fliegerarzt nicht verhindern. Psychologinnen wie Julia Scharnhorst zweifeln an der Aussagekraft von Tests, denn die seien eben nur eine Momentaufnahme. Wenn jemand einmal selbstmordgefährdet ist oder selbsttötungsgefährdet ist, dann ist er ja nicht den Rest seines Lebens in diesem Zustand. Depressionen lassen sich durchaus heilen oder manche Episoden gehen auch von allein zurück. Das wäre ja auch eine Diskriminierung und ein Eingriff wieder in die Persönlichkeitsrechte. Wenn jemand einmal zugibt, dass er entsprechende Gedanken hegt, dass er dann alle möglichen Berufe zum Beispiel nicht mehr ausüben darf. Germanwings und der Mutterkonzern Lufthansa sagen, sie hätten von der Erkrankung des Co-Piloten nichts gewusst. Körperliche Gesundheitschecks sind oft üblich, doch wie sehr sorgen sich große Arbeitgeber um die psychische Fitness ihrer Angestellten? Vor allem, wenn ein einzelner Mensch Verantwortung für viele trägt. Bei der Luftwaffe zum Beispiel sind Psychologen schnell an der Seite der Piloten. Die Regel ist, dass bei Piloten, die jünger sind als 40 Jahre, alle drei Jahre ein gründlicher körperlicher und psychischer Check stattfindet. Über 40 in jährlichen Abständen und alle Vierteljahr kommt der Truppenpsychologe direkt zum Verband nochmal, um mit den Vorgesetzten auch über die Situation zu sprechen und dann auch in besonderen Situationen auch Einzelgespräche zu führen. Auch die Bahn führt nach ihren Angaben regelmäßige Checks der Lokführer durch. Bis 55 Jahre alle drei Jahre, danach jährlich, auch mit Psychologen. Die Berliner Verkehrsbetriebe ziehen im Extremfall einen eigenen Gesundheitsdienst zu Rate, doch davor sollen die Vorgesetzten auf den Zustand eines jeden Fahrers achten. War er vielleicht plötzlich schon seit mehreren Wochen nicht beim Friseur? Oder hat man das Gefühl, er ist traurig? Oder man hat das Gefühl, er braust auf? Also solche Merkmale, darauf werden unsere Führungskräfte trainiert, wo man sagt, da muss man aufpassen, da kann was sein. Doch auch Analysen von Psychologen stoßen an ihre Grenzen. Tests geben eben keine hundertprozentige Sicherheit, um solche Katastrophen zu verhindern. Ein Restrisiko bleibt immer. Dein Land will dich, wäre der griechische Regierungschef Alexis Tsipras Uncle Sam, dann würde die Botschaft dieses Fotos ja nur wirklich passen. Ist er aber nicht, Uncle Sam. Und was steckt eigentlich hinter dieser Geste? Pokert Tsipras nur mit Brüssel oder ist es schon ein richtig gefährlicher Ritt auf der Rasierklinge und Griechenland geht demnächst eben doch pleite? Eigentlich hätte Tsipras heute in Brüssel ein Papier über konkrete Reformvorhaben vorlegen sollen.
Was dort ankam, war aber offenbar eine immer noch eher vage Reformskizze, verpackt als Datei auf einem Tablet, und zwar auf Griechisch. Wie muss man das nun alles verstehen? Peter Dahlheimer hat versucht, bei einer Parlamentsdebatte in Athen Antworten auf diese Fragen zu finden. Eigentlich hätte sie eine Information über den Stand der Brüsseler Verhandlungen sein sollen, die Sitzung, um die Alexis Tsipras kurzfristig gebeten hatte. Tatsächlich aber rechnet der Ministerpräsident mit der alten Regierung ab und verteidigt seinen mitunter schroffen Verhandlungsstil. Seine Regierung sei einfach ehrlich, meint Tsipras, nenne die Dinge beim Namen und wolle endlich Reformen anpacken, die in 5 Jahren Krise nie umgesetzt worden seien. Kampf gegen Steuerhinterziehung, Treibstoff- und Zigarettenschmuggel. Die Mehrwertsteuer solle elektronisch eingezogen werden und TV-Sender endlich Werbeeinnahmen versteuern. Wir suchen einen ehrenwerten Kompromiss mit unseren Partnern, ohne zu kapitulieren, sagt er. Deswegen werden wir heftig attackiert, aber deswegen steht die große Mehrheit der Griechen hinter uns in diesen entscheidenden Momenten. Sein Amtsvorgänger Antonis Samaras wirft Tsipras vor, die Krise, die fast schon überwunden schien, wieder heraufbeschworen zu haben. Kapitalflucht, Herabstufung durch die Ratingagenturen, Vertrauensverlust in und außerhalb des Landes. Sie wurden nicht gewählt, den Bankrott und den Grexit herbeizuführen. Sie wurden nicht gewählt, unser Land international zu isolieren. Sie haben die Krise nur verschärft. Samaras verlangt Details und konkrete Zahlen zu den Reformvorschlägen, aber Tsipras liefert nicht. Wieder einmal. So, nach all dem Hin und Her in Griechenland an Christian Feld in Brüssel die Frage, reißt da in der Eurogruppe nicht irgendwann dann doch der Geduldsfaden mit Griechenland? Ja, mein Eindruck ist, bei den Geldgeberinstitutionen hat man gelernt, dass es bei den Verhandlungen mit Griechenland ohne eine gute Portion Geduld nicht geht. Das haben die vergangenen Wochen gezeigt, aber auch die Gespräche mit früheren griechischen Regierungen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Reformliste aus Athen nicht den Erwartungen der anderen am Tisch entspricht. Im konkreten Fall gibt es streng genommen noch gar nicht die eine vollständige, ausformulierte Liste. Oder zumindest wurde sie den Institutionen hier in Brüssel noch nicht vorgelegt. Es gibt allenfalls Bausteine. Wir haben im Film da eben auch ein paar Beispiele gehört. Aber ohne diesen kompletten Reformplan, bei dem am Ende die mit Griechenland vereinbarten Ziele stimmen, will die Eurogruppe keine weiteren Milliarden freigeben. Wie lange kann man also noch weiter über Listen sprechen? Eine konkrete Frist gibt es eigentlich nicht, aber doch spielt Zeit eine Rolle. Früher oder später wird Griechenland das Geld ausgehen. Solange gehen die Verhandlungen weiter und dafür brauchen alle Beteiligten eben die extra Portion Geduld. Und da müssen wir darauf warten, was bei rauskommt. Erstmal vielen herzlichen Dank, Christian Feld, für diese Einschätzungen. Das Sturmgewehr G36 des deutschen Herstellers Heckler & Koch gehört zur Grundausrüstung natürlich der Bundeswehrsoldaten. Immer wieder gab es Berichte über Mängel. Und jetzt hat auch Bundesverteidigungsminister von der Leyen Probleme eingeräumt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Von der Leyen erklärte, es gäbe offenbar unter bestimmten Umständen Probleme bei der Treffgenauigkeit des Sturmgewehrs, etwa bei hohen Außentemperaturen oder im heiß geschossenen Zustand. Die Überprüfung sei aber noch nicht abgeschlossen. Der Hersteller Heckler & Koch trat den Vorwürfen entgegen und verwies auf eigene Tests. Das G36 war zuletzt auch an kurdische Peschmerga-Kämpfer im Irak geliefert worden, um diese im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Das G36 ist das Standardgewehr der Bundeswehr, hier bei einer Übung der Peschmerga im Nordirak. Zuletzt lieferte die Bundeswehr mehrere Tausend dorthin. Nach jahrelangem Zweifel an der Treffsicherheit der Waffe zieht das Verteidigungsministerium nun Konsequenzen. Es sieht so aus, als ob das G36 doch ein Präzisionsproblem hat, insbesondere bei hohen Temperaturen. Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann werden wir ihn genau analysieren, ob und inwieweit ein neues und anderes Gewehr angeschafft werden muss. Der Einsatz des Sturmgewehrs etwa in Afghanistan oder Mali soll nun sofort überprüft werden. Schon lange zuvor gab es auch im Bundestag Zweifel an der Treffsicherheit des G36. Der Haushaltsausschuss hat im letzten Sommer, nachdem wir Hinweise hatten, die Beschaffung für das G36 gesperrt und einen neuen Bericht gefordert. Der liegt jetzt seit heute in Entwürfen vor Aberkenntnissen vor. Das Ergebnis ist verheerend. In den letzten 2 Jahrzehnten wurden knapp 180.000 G36-Gewehre angeschafft. Die lange Liste der Bundeswehr-Ausrüstungsmängel ist nun noch länger geworden. Nach dem überraschenden Tod einer Zeugin des Stuttgarter NSU-Ausschusses will die Staatsanwaltschaft alle Zweifel ausräumen.
Eine erste Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, hieß es. Die 20-Jährige sei an einer Lungenembolie gestorben. Nun wird nach Spuren von Medikamenten oder Giften gesucht. Die Frau hatte sich offenbar bedroht gefühlt. Ihr Ex-Freund, ein früherer Neonazi, soll Selbstmord begangen haben, kurz bevor er zum Tod der Polizistin Kiesewetter befragt werden sollte. Auch seine Todesumstände werden untersucht. Bei den Atomverhandlungen mit dem Iran in Lausanne bemühen sich die Teilnehmer nach wie vor um eine Einigung. Noch ist offen, ob die Gespräche, wie geplant, bis morgen ein Ergebnis bringen werden. Der Iran und die UN-Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien sowie Deutschland verhandeln über ein Rahmenabkommen. Im Zentrum steht die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Teheran Atomkraft zivil nutzen, jedoch keine Atomwaffen entwickeln kann. Für den Iran geht es auch um die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen des Westens, die das Land hart getroffen haben. Arabia Felix, so wurde der Jemen wegen seines Reichtums, der sagenhaften Königshöfe, einst in der Antike genannt. Glückliches Arabien auf Deutsch. Aber das ist ziemlich lange her. Ein blutiger Machtkampf tobt in dem bettelarmen Land. Der große Nachbar Saudi-Arabien hat mit Verbündeten Luftschläge gegen die schiitischen Houthi-Rebellen begonnen und jetzt ein Militärbündnis arabischer Staaten gegen die Aufständischen geschmiedet. Der Jemen wird mehr und mehr zum Spielball verfeindeter islamischer Gruppen, aber eben auch der großen Mächte in der Region, des sunnitisch geprägten Saudi-Arabien und des schiitisch geprägten Iran. Volker Schwenk über den unaufhaltsamen Niedergang eines Landes und einen neuen, gefährlichen Konflikt im Nahen Osten. Jahrelang hatten die Houthi-Rebellen im Jemen politisch wenig zu sagen. Jetzt protestieren Houthi-Anhänger lautstark gegen Luftangriffe aus Saudi-Arabien. In den alten Streit zwischen Houthis und der Zentralregierung im Jemen haben sich die Nachbarstaaten eingeschaltet. Wir demonstrieren hier, um Saudi-Arabien und den Golfstaaten zu zeigen. Sie wollen das jemenitische Volk töten, aber sie können es nicht, ruft dieser Mann. Saudi-Arabien will Jemens vertriebenen Präsidenten zurück an die Macht bomben, den Streit mit Gewalt entscheiden. Wenn man das lösen will, dann braucht man eine Gesamtstrategie, eine nationale Gesamtstrategie, in der alle wesentlichen Akteure involviert werden müssen. Und die Staaten, die jetzt diese Kampagne führen, sind nicht bekannt dafür, dass sie sowas auf demokratischem Wege gerne lösen oder jemals gelöst haben. Seit Jahren trainiert das überwiegend sunnitische Saudi-Arabien Spezialeinheiten zur Terrorbekämpfung an der Heimatfront. Für die Saudis sind die Houthis Kampfgenossen des Erzrivalen Iran, beide Schiiten, damit potenziell Gegner. Auch darum richtet der Wüstenstaat jetzt die Waffen gegen den Nachbarn. Die Arabische Liga beschloss jüngst in Ägypten eine pan-arabische Eingreiftruppe. Unionsfraktionschef Kauder heute nach einem Treffen mit Ägyptens Präsident, das könne die Region stabilisieren. Ja, das ist eine ganz gute Idee und ich habe dem Präsidenten Sisi auch dazu gratuliert, dass man aus der Region heraus sich der Probleme annimmt und nicht darauf setzt, dass von außen Dinge kommen. Doch wahrscheinlich braucht der Jemen diese Hilfe von außen. Vermittlung etwa bei der friedlichen Lösung von Stammeskonflikten, Unterstützung im Kampf gegen Korruption, Willkür und Vetternwirtschaft. Die Houthis hatten Jemens Hauptstadt und die Macht erobert, aber sie wussten damit nichts anzufangen. So endete der Konflikt wieder, wie so oft, auf dem Schlachtfeld. Und wenn man die Region sich selbst überlässt, dann fürchte ich, kann es sein, dass es zu einer, dass wir ein jahrelang anhaltende regionaler Konfrontation entgegenblicken, die auch wieder in Kriegen zwischen Staaten ihren Ausdruck finden. Die Bomben der Arabischen Allianz können vielleicht die Houthi-Rebellen und ihre Anhänger niederringen. Aber die großen innenpolitischen Probleme des Jemen werden bleiben. Sprengstoff für die Zukunft. Die Eskalation der Lage im Jemen und das neue arabische Militärbündnis kommentiert Esther Saub vom Südwestrundfunk. Wo kann man Schutz suchen, wenn man keinen Keller hat? Fragte dieser Tage ein Journalist im Jemen über Twitter. Seit 5 Tagen fallen Bomben auf die Weltkulturerbestadt Sana'a. Dem Jemen droht ein neuer Bürgerkrieg, dem Nahen Osten ein weiterer Konfliktherd. Für uns hier in der Ferne ist es schwierig zu verstehen, wer da eigentlich gegen wen kämpft und warum. Für den saudischen König dagegen ist der Fall klar. Iran ist schuld. Teheran mischt sich in die Angelegenheiten eines arabischen Landes ein und dagegen muss man vorgehen,
mit Waffengewalt. Ganz so simpel ist es allerdings nicht. Der Konflikt im Jemen ist kein Konfessionskrieg. Es geht vielmehr um Machtverteilung und Stammespolitik. Eigentlich. Denn die saudisch geführte Koalition arabischer Staaten sorgt mit ihren Bombenangriffen allmählich dafür, dass sich auch im Jemen Schiiten gegen Sunniten wenden. Und noch etwas hat das Eingreifen der Nachbarstaaten erreicht. Der zunächst innerjemenitische Konflikt ist nicht mehr im Jemen lösbar. Die Fäden reichen bis Riad und Teheran. Und nur hier können sie entwirrt werden. Bloß von wem? Von den USA sicher nicht. Die haben sich ihren Ruf als Streitschlichter in der Region verdorben. Und sind zudem mit den Israelis verbündet, für die eine Versöhnung zwischen Saudi-Arabien und Iran einem Albtraum gleicht. Bleiben also nur die Europäer. Durch die Atomgespräche mit Iran sind sie ja schon in Übung. Wenn sie nun noch die Saudis mit an den Tisch holen, könnten sie der Bevölkerung des Jemen einen neuen Bürgerkrieg ersparen. Esther Saoub kommentierte. Und wir schauen zurück nach Europa, dass Kühe beinahe schon idyllisch leben und auf satten grünen Weiden laufen, um Milch zu liefern. Das wünscht man sich natürlich sehr. Vor 31 Jahren hat man in Brüssel die Milchquote eingeführt, auch um kleinere Bauernhöfe vor den Milchseen der agrarischen Großbetriebe zu schützen. Das Sterben der kleinen Höfe hat die Quote trotzdem nicht verhindert und über ihren Sinn wird bis heute heftig gestritten. Ab diesem Mittwoch ist nun die Quote Geschichte. Dann dürfen Bauern wieder ohne jede Begrenzung produzieren. Davon profitieren könnten aber vor allem die großen Betriebe, während die kleinen fürchten, in einer Flut aus immer billigerer Milch unterzugehen. Thomas Denzel und Frank Bemroth. Das Allgäu im Süden Deutschlands. Hier sind die Milchhöfe meist klein. Sie sind es, die ohne Milchquote in Schwierigkeiten kommen könnten. Auch der Hof von Matthias Brauchle in Leutkirch. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Eltern versorgt er insgesamt 60 Kühe. Das sind vergleichsweise wenige. Zu wenige, sagen manche Experten. Wer künftig allein von der Milch leben wolle, müsse mindestens doppelt so viele halten. Kleinere Höfe könnten unter die Räder kommen, wenn künftig jeder Betrieb so viel Milch produziert, wie er will. Wenn jetzt die Milchproduktion stärker steigt, wie die Nachfrage steigt, wird die Milch unter Preisdruck kommen. Und dann wird natürlich demzufolge auch der Milchpreis zurückgehen. Und dann haben wir natürlich einen wirtschaftlichen Schaden davon. Hoch oben im Norden, im Elbe-Weser-Dreieck, liegt der Milchviehbetrieb von Dirk Böschen. 1000 Kühe hat der Niedersachse in seinem Stall, produziert 28.000 Liter Milch am Tag. Der Milchquote weint der Branchengigant keine Träne nach. Wenn er bisher zusätzliche Mengen absetzen wollte, war die sogenannte Superabgabe fällig. Dirk Böschen zahlte auf jeden Liter Milch 15 bis 20 Cent drauf. Damit ist es jetzt vorbei. Für mich ist es so, die Fessel der Milchquote fällt. Jetzt ist der Markt frei. Die Preise werden global entschieden, Futterpreise, Milchpreise, alles ist ein Markt. Und jeder Landwirt kann so entscheiden, wie er für richtig hält. Zurück im Süden bei Matthias Brauchle. Vergleichsweise klein ist sein Milchhof, doch er könnte wachsen, denn Nachwuchs, den gibt es hier. Bauer Brauchle könnte einfach alle weiblichen Kälber behalten, die hier geboren werden. Und doch tut er es nicht, sondern verkauft immer einen Teil. Warum? Weil er, wie er sagt, auch nach dem Wegfall der Quote gar nicht mehr Milch produzieren könne. Denn hier im Allgäu sei ein größerer Hof nicht so einfach zu machen. Wenn man größer werden wollte, müsste man Mitarbeiter einstellen. Und bei uns im Süden ist es recht schwer, geeignete Mitarbeiter dazu zu finden. Und wenn man jemanden findet, dann muss man natürlich auch einen mit der Industrie vergleichbaren Lohn zahlen. Und das ist dann bei einem schlechten Milchpreis schlichtweg nicht möglich. Der norddeutsche Dirk Böschen hat den Schritt längst gewagt und sich vergrößert. Sein Vater fing 1972 mit 12 Kühen an. Der Sohn übernahm den Hof in den 90ern mit 400. Heute sind es 1000 Kühe. Die Devise der Familie, ehrt das Alte, wagt das Neue. Mittlerweile hat der Landwirt 20 Angestellte. Und Böschen könnte sich vorstellen, den Betrieb nach dem Wegfall der Milchquote noch um 100 Kühe zu vergrößern. Die Preise werden hoch und runter gehen. So, und ob wir nun 100 Kühe mehr melken oder nicht, das sagen die Kosten. Das sagt, ja, das müssen wir rausfinden, ob das sinnvoll ist. Im Süden sind Kleinbetriebe wie der von Matthias Brauchle in der Vergangenheit eher nicht gewachsen, haben sich durch die Milchquote davon abhalten lassen. Ein fataler Fehler, sagen Experten.
bei den Kleinbetrieben, die jetzt auch in den letzten Jahren vielleicht versäumt haben, Wachstumsschritte zu machen, ist die Schwelle oder der Sprung zu wettbewerbsfähigen Strukturen mittlerweile so groß geworden, dass Finanzmittel notwendig wären, die von einem einzelnen Betrieb kaum leistbar sind. Matthias Brauchle allerdings ist nicht mehr allein von der Milch abhängig. Wie viele Milchbauern hat er sich ein zweites Standbein zugelegt. In seinem Fall ist es eine Biogasanlage. Aus Gras und Mais macht er Wärme und Strom und hofft so, auch nach dem Wegfall der Quote nicht in die Klemme zu kommen. Wer zu Ostern noch einen schriftlichen Gruß verschicken will, der könnte damit ein paar Probleme bekommen. Bei der Deutschen Post sind nämlich Warnstreiks angekündigt. Nochmal Nachrichten mit Jan Hofer. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Postmitarbeiter vom 1. April an zu den Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben des Unternehmens kann es zu Verzögerungen bei einzelnen Sendungen kommen. Verdi fordert Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich. Beim Online-Versandhändler Amazon wurde bereits heute gestreikt, an 5 Standorten wie in Bad Hersfeld. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten einen Tarifvertrag nach Konditionen des Einzelhandels und nicht der Logistikbranche. Der Ausstand soll bis morgen dauern. Eines der modernsten Kraftwerke Europas steht vor dem Aus. Nach wenigen Jahren Betriebszeit soll das Gaskraftwerk im bayerischen Irsching zum 1. April kommenden Jahres stillgelegt werden. Das kündigte heute der Energieversorger E.ON an. Das Werk schreibe Verluste, hieß es zur Begründung. Der Betrieb von Gaskraftwerken lohne sich wegen des Ausbaus von Ökostrom kaum noch. Nun muss die Bundesnetzagentur über die Pläne entscheiden. Und nun zu den Börsendaten. Der Dow Jones in New York schloss mit 17.976 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX stieg auf 12.086 Zähler. Thema an der Börse waren die Verbraucherpreise und die Stimmung in der Eurozone. Mehr dazu von Anja Kohl. In Spanien und Italien gibt es Lichtblicke dank Niedrigzinsen, schwachem Euro und der Geldschwemme der EZB. In Deutschland setzt die niedrige Inflation bei den Verbrauchern Geld frei, das sie bereitwillig ausgeben. Seit 2011 hat der Preisauftrieb immer weiter nachgelassen. Im März zog die Inflationsrate zwar wieder an, doch mit 0,3% ist sie nach einer ersten Schätzung niedrig geblieben. Teurer wurden Kraftstoffe und Heizöl, auch Kleidung und Elektronik. Jahrelang zehrte die Inflation an den Löhnen. Diesmal aber halten die Löhne mit den Preisen Schritt. Nach magerem Zuwachs sanken die Reallöhne 2013. 2014 aber stiegen sie bereits um 1,7%. Für dieses und nächstes Jahr wird wegen höherer Tarifabschlüsse und weiterhin niedriger Inflation sogar ein Anstieg um die 2% prognostiziert. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft DEW spricht von goldenen Lohnjahren, einem sinnvollen Aufholprozess. Frauenfußball-Bundestrainerin Silvia Neid gibt im kommenden Jahr ihren Posten ab. Auf eigenen Wunsch, wie sie heute überraschend mitteilte. Nachfolgerin wird die frühere Nationalspielerin Steffi Jones. Neid bleibt dem DFB aber erhalten. Sie wird von September 2016 an Leiterin der neuen Scouting-Abteilung Frauen- und Mädchenfußball. Als Bundestrainerin hatte Neid das Frauennationalteam zur WM-Titelverteidigung 2007 und den EM-Siegen 2009 und 2013 geführt. Er galt auch ein wenig als die deutsche Antwort auf Woody Allen. Helmut Dietls Filme nahmen gerne den modernen Großstädter aufs Korn, immer mit besonderem, hintersinnig ironischem Humor. Als satirischer Chronist der Münchner Schickeria schuf er ein Stück bayerisch-deutsches Kulturerbe. Und niemand hat wohl ebenso feinsinnig wie beißend Medienschaffenden nicht nur mit der Reporterfigur Baby Schimmerlos in Kir Royal oder mit dem Film Stonk einen Spiegel vorgehalten, so wie Dietl. Im Alter von 70 Jahren ist der Mann, der Maßstäbe gesetzt hat für intelligente Fernseh- und Filmunterhaltung, heute gestorben. Heiko Rauber. Ein bisschen was geht immer. Der Monaco-Franze prägte den Typus des Stenz. Helmut Fischer wird als verheirateter Frauenheld zur Ikone. Es ist Helmut Dietls Durchbruch als Regisseur. Ein halbes Leben später der schwer erkrankte Helmut Dietl beim Deutschen Filmpreis im Mai 2014. Er wird ausgezeichnet für sein Lebenswerk, für Filme und Sätze, die bleiben. Film. Film ist Krieg, mein Freund. Wer reinkommt, das bestimm ich. Ich allein und sonst niemand, klar? Helmut Dietl, einer der originellsten deutschen Regisseure. Ein Autorenfilm aus München, bei dem Leben und Werk untrennbar miteinander verbunden waren.
Ich meine, worüber soll man reden, als außer über seine eigenen Erfahrungen? Das ist, davon versteht man am meisten. Leben wir jetzt in einem freien Land oder leben wir nicht in einem freien Land? Beatles Fernsehserien sind autobiografisch gefärbt und legendär. Die Münchner Geschichten mit dem Strizi Charlie und natürlich Kir Royal mit Klatschreporter Baby Schimmerlos. Beatles böser Blick auf die Münchner Schickeria der 80er Jahre. Komödie wird sein Markenzeichen. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Spät, 18 Jahre nach seiner ersten Fernsehserie, drehte Dietl seinen ersten Kinofilm Stonk. Die Groteske über die gefälschten Hitler-Tagebücher wird auch für den Oscar nominiert. Kein Film ist wohl so nah dran am Leben des viermal verheirateten Regisseurs wie Rossini, seine Satire über die Münchner Filmszene. Daniel, hast du jetzt ein für alle Mal ausgeschissen, du Judas, du! Dietls Kinofilme sind rar. Nicht immer finden sie das große Publikum. Seine an Kir Royal angelehnte Berliner Mediensatire Zettel war zwar wie immer erstklassig besetzt, kann aber nicht mehr an die alten Münchner Zeiten anknüpfen. Du, das Leben. Das Leben, das schreibt er, wie du weißt, die linkesten Kisten. Trotz seiner schweren Krankheit hatte Helmut Dietl bis zuletzt neue Pläne, neue Projekte. Sein Lebenskredo war die ironische Distanz. Die hat er hochgehalten, bis zuletzt. Und direkt nach diesen Tagesthemen empfehle ich Ihnen das 15-minütige Porträt zum Tode von Helmut Dietl. Uns bleibt noch der Blick auf das Wetter. Auch heute war es ja ein ziemlich stürmischer Tag in ganz Deutschland, soweit ich das mitgekriegt habe, Sven Plöger. Bleibt es denn so auch für ganz Deutschland? Richtig mitgekriegt, Thomas Roth, und es wird auch so bleiben. Es wird sogar noch mehr werden. In der zweiten Nachthälfte geht es von Westen wieder los. Es gab heute Abend dann tatsächlich mal die Beruhigung auch vorübergehend im Westen, weil zwischen dem einen alten Tief und dem neuen muss es ja mal etwas ruhiger werden. Und Armin Opherden hat diese Aufnahme am Rhein gemacht. Schöne Wolkenstraßen, man glaubte, alles wird ruhig. Und jetzt gucken wir auf den Satellitenfilm und da sehen wir, wie direkt das nächste Sturmtief hinterherkommt. Ich ziehe mal meinen Bauch etwas ein, dann kann man es hier sehen, wie das nächste Gewölk unterwegs ist, über die britischen Inseln jetzt in unsere Richtung vorankommt. Und das ist das nächste ordentliche Sturmtief. Die Position des Sturmfeldes bis morgen früh um 9 sieht dann so aus, dass in diesem rot einschraffierten Bereich, man sieht auch im Süden kommt es rasch nach Bayern voran beispielsweise, mit Windgeschwindigkeiten schon wieder von 70 bis 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen ist. 110 ist schon Windstärke 11, das sind orkanartige Böen. Und das nimmt im Tagesverlauf noch zu. Um 15 Uhr haben wir dann auch den Norden wieder dick drin mit 90 bis 130. Ab 118 ist Orkanstärke, Windstärke 12. Auch im Süden kräftiger Wind. Und nachmittags und abends geht es dann über Mecklenburg-Vorpommern weiter. Und eine der großen Probleme ist natürlich, wir hatten jetzt jüngst den Sturm mit ersten Schäden. Bäume können vorgeschädigt sein. Und das hat dann möglicherweise zur Folge, dass sie jetzt beim zweiten Sturm auch tatsächlich leichter nachgeben. Also wirklich aufpassen in der Nacht und morgen wegen dieser wirklich ordentlichen Sturmlage in Deutschland. Gucken wir zum Wetter dazu. Da wird es so sein, dass mit dem Sturmtief in der Nacht auch der Regen ankommt. In den Mittelgebirgslagen anfangs ab 600 Meter ein bisschen Schnee dabei, aber schnell ist es Regen, weil es milder wird. Im Westen dann morgen früh 9 bis 13, im Osten meist 0 bis 4 Grad. Die Situation am Vormittag, die Front kommt weiter voran, dahinter dann wieder die Aufhellungen, Schauer, Gewitter, nachmittags auch nochmals intensiv, teilweise mit Graupel versehen, zwischendurch etwas Sonne, wie gesagt sehr windig und die Temperaturen in dieser frischen Luft im Norden meistens 8 bis 11, im Südwesten bis 15 Grad. Über den Wind haben wir gesprochen, nur nochmal, dass Sie sehen, er kommt aus Westen, Sturmstärke im Mittel an der Nordsee aus Nordwest. Die Aussichten sehr durchwachsen, Mittwoch noch windig, Donnerstag zieht sich der Wind etwas zurück, am Alpenrand Schnee bis fast ganz runter und über Ostern 15 Tage Trend für München, erkennbar kalt 3 bis 8 Grad. Also Thomas, im Verlauf der Nacht erreicht uns also von Westen der nächste Sturm. Sven, vielen herzlichen Dank für diese etwas schaurigen Aussichten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Nach dem angekündigten Porträt über Helmut Dietl sehen Sie in der Reihe Die Story im Ersten, einen Film über Deutschlands erste Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und um 0.30 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind morgen wieder für Sie da. Tschüss, bis dahin.